Schön, dass du da bist. Mein Name ist Jafet Mariani, ich bin Coach in Berlin und heute will ich dir eine Technik zeigen, wie du vielleicht deine Traurigkeit ja so überwinden kannst. Stell dir vor, vielleicht kannst du auch die Augen zumachen, dass du in einem Kinosaal sitzt und du siehst das Video, du siehst den Film deines Lebens. Du bist Schauspieler in dem Moment, aber du kannst auch in der Rolle vom Regisseur switchen. Und so hast du diese doppelte Vision, diese doppelte Sicht, diese doppelte Ebene. Und das hilft dir, um eine bestimmte Distanz von deinen Problemen zu sehen. Du siehst dich selber in den Film und du siehst dich, wie du aussiehst, wenn du traurig bist. Du siehst, wie du aussiehst, wenn du glücklich bist. Du siehst die Menschen um dich herum. Was passiert? Wie reagierst du in bestimmte Situationen? Und was würdest du als Regisseur jetzt entscheiden, wenn du siehst zum Beispiel, dass du traurig bist? Was würdest du dir wünschen, dass jetzt passiert in dem Film von deinem Leben? Es gibt Theorien, die sagen, dass das ganze Leben ist schon ein, wie so ein Film, also wie so eine vorgefertigte Geschichte sozusagen, wo wir eigentlich nur Schauspieler sind. Das klingt vielleicht im ersten Moment ein bisschen verrückt oder schade, weil man sich natürlich fragt, ja, was ist meine freie Wille, was kann ich denn ändern, wenn alles schon entschieden ist? Vielleicht ist in dieser Theorie das Schöne daran zu merken, zu verstehen, wenn man das glaubt, dass du nicht der Täter bist von dem, was da passiert und auch nicht die anderen. Niemand ist sozusagen schuld. Es gibt keine Schuld. Es ist einfach nur ein Film. Es passiert halt. Als ob du halt in den Kino gehst, und du siehst einen Thriller oder wo Menschen, keine Ahnung, umgebracht werden und so. Das heißt nicht, dass das jetzt in dein Leben schlimme Dinge okay sind, darum geht es ja nicht, aber auf einem größeren, auf einem höheren Level, auf einer höheren Ebene sind alle diese Dinge, die passieren, vielleicht doch okay in dem Sinn, dass sie einen Sinn machen insgesamt. Weil wir sind alle ein Teil vom Ganzen. Und wenn wir den Menschen nicht als einzelnen Mensch schauen, sondern als Teil des Ganzen, also als Teil von diesem Film oder als Teil von einer ganz großen Energie, also wenn du und dich dasselbe sind, nur in einer anderen Form, dann ist es so, wenn alles schon entschieden worden ist und alles nur passiert, es ist so, als ob ein großer Regisseur sozusagen sich entschieden hätte, diesen Film zu drehen und wir können nur praktisch entscheiden oder mitwirken, ob diesen Film gut wird oder nicht so gut wird. Die Geschichte kann dieselbe sein, aber wir kennen das. Wir können eine gute Story nehmen und schlechte Schauspieler oder einen schlechten Regisseur oder einen schlechten Kameramann und schon ist diese selbe Story ganz schlecht oder kommt nicht so rüber und so weiter. Es gibt so manchmal solche komischen Remakes oder billige Remakes. Ich meine jetzt nicht solche tolle, schöne Remakes, sondern Filme, die einfach so von irgendwelchen kleinen Firmen, die nicht so viel Budget haben, nachgemacht werden mit so ganz schlechten Special Effects und solche Sachen. Also da sieht man, wenn man so will, wenn das Leben wirklich einfach ein Film wäre und alles schon entschieden wäre. Was ist unser Teil? Unser Teil ist das Beste daraus zu machen, was wir können. Egal was passiert. Also wir können uns jetzt sehr lange beschweren über das, was uns gerade passiert ist. Aber vielleicht wäre es besser, wenn wir uns einfach alles geben. In dieser Situation versuchen wir das Beste daraus zu machen. Und es kann eine Szene sein, wo du dich anschaust, wo du halt traurig bist. Und es geht nicht darum, dass du in dieser Szene gleich möchtest als Regisseur, dass du jetzt aufstehst und irgendwas tust, was positiv ist. Muss nicht sein. Aber die Art und Weise, wie du traurig bist,
wie du da liegst, wie du da was machst, was das aussagt, was das mitbringen kann, was das dem Zuschauer geben kann, das ist das Wichtigste. Also was du dir selber geben kannst im Moment. Und warum auch nicht, vielleicht kannst du auch sagen, gut, dass der Schauspieler eine Mitwirkung hat. In jedem Film ist es auch so, dass sehr berühmte Schauspieler, was weiß ich, DiCaprio oder De Niro, die lassen nicht einfach, ja, okay, das drehen wir jetzt, sondern die sagen auch dazu, okay, ich möchte aber lieber so oder so. Das finde ich besser. Also die haben ein Mitspracherecht irgendwo. Und stell dir vor, dass du Mitspracherecht hättest in diesem Film deines Lebens. Was würdest du sagen? Was würdest du dem Regisseur sagen? In dem Sinn, ich glaube schon, dass diese Theorie zum Teil stimmt. Also, dass man wirklich in einem Film ist, der vorprogrammiert ist irgendwo. Aber ich glaube, dass wir Mitspracherecht haben. Das bedeutet nicht, dass wir sehr viel, also in dem Sinn, in eine Szene verändern können, in dem Sinn, dass wir jetzt die Szene komplett anders machen. Wenn dir was passiert, wenn du einen Schmerz hast oder einen Verlust oder eine Traurigkeit, du kannst vielleicht diese nicht wegtun, aber du kannst sie vielleicht anders aufnehmen, anders darstellen, anders akzeptieren. Und das meine ich mit Mitspracherecht. Du hast Mitspracherecht auf deinem Leben und du kannst jede Situation ändern. So, das ist alles für heute. Ich hoffe, dass du Spaß hast mit deinem Film, dass du Freude findest, dass du wieder Ruhe findest in deinem Leben. Und du kannst gerne den Kanal hier abonnieren oder du kannst auf meine Website gehen, jafetmariani.com. Ich wünsche dir alles Liebe. Bis dann. Bis nächstes Mal.